Liebe Gäste, ganz herzliches Willkommen im Körperforum. Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, trotz des schönen Wetters und dass nicht so viele von Ihnen in den Biergarten abgesprungen sind. Wir haben heute ein ganz besonders spannendes Thema zu diskutieren. Am 18. März haben in Russland die Präsidentschaftswahlen stattgefunden, wie Sie alle wissen. Das Ergebnis war nicht überraschend. Wir haben der neue, alte Präsident wurde mit 77% in seinem Amt bestätigt. Was wir jedoch seitdem erlebt haben, ist in den letzten Wochen eine dramatische Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Deswegen wollen wir heute Abend mit Ihnen hier diskutieren und ein wenig einen tieferen Blick versuchen zu werfen auf Russland nach den Wahlen, auf die Situation in Russland nach den Wahlen, wie die Wahlen gelaufen sind und auch, wie sich die Zukunft der Beziehungen zwischen Europa und Russland entwickeln wird. Das ist Teil unserer Arbeit hier bei der Körperstiftung zum Fokusthema Russland in Europa. Mein Name ist Liana Fix, ich bin die Programmleiterin mit Schwerpunkt Russland-Osteuropa bei der Körperstiftung mit Sitz in Berlin. Und ich freue mich sehr, heute Ihnen zwei sehr spannende Gäste vorstellen zu dürfen. Ich heiße ganz herzlich willkommen zuerst Mitglied des Bundestags Renate Alt. Sie ist ursprünglich geboren in der ehemaligen Tschechoslowakei und seit 2017 Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion, auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und sie ist Berichterstatterin ihrer Fraktion für Russland, Osteuropa und den Balkan. Herzlich willkommen. Dann freue ich mich sehr, begrüßen zu dürfen Dr. Vitali Skliarov. Er stammt aus Weißrussland ursprünglich, hat studiert und promoviert in Deutschland und er hat für Barack Obama und für Bernie Sanders im Wahlkampf gearbeitet. Für Bernie Sanders war er unter anderem Wahlkampfdirektor für die Kampagne und zuletzt, frisch aus Moskau, hat er die Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobchak im Wahlkampf beraten. Auch an dich herzlich willkommen, Vitali. Ich freue mich auf die Diskussion und ich darf Sie beide ganz herzlich auf die Bühne bitten. Ja, kommen Sie gerne in die Mitte und dann. So, nochmal herzlich willkommen. Ich würde vorschlagen, wir fangen vielleicht an, nochmal einen Blick auf die Wahlen zu werfen und auf den Ausgang der Wahlen. Liebe Frau Alt, Der jetzige Präsident konnte ja mit ungefähr 77% das beste Ergebnis, sogar noch besseres Ergebnis einfahren als 2004. Das heißt, insgesamt haben rund 56 Millionen Menschen für ihn in Russland gestimmt. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die die Wahlen beobachtet hat, hat die Wahlen kritisiert. Sie hat gesagt, dass es einen Mangel an Wettbewerb gegeben hat, insbesondere im Vorfeld der Wahlen. Mich würde interessieren, wie schätzen Sie das Ergebnis ein und wie erklären Sie das Ergebnis? Ist das Ergebnis ein Zeichen von einer Stärke des russischen Präsidenten? Ist es die Schwäche der Opposition, die zu diesem Ergebnis geführt hat? Oder sind es die Beschneidungen und auch die Limitierungen im Wahlkampf und im Vorfeld des Wahlkampfs? Das Wahlergebnis war eigentlich keine Überraschung, weil wenn man sich die vergangenen drei Jahre anschaut, dann hat Wladimir Putin alles dafür getan, um die Medien unter seine Kontrolle zu bekommen, um eventuelle Kandidaten, die ihm gefährlich werden könnten, auszuschalten. Und eigentlich war dieses Ergebnis zu erwarten. Es ging eigentlich darum, das war ein Plebiszit, über die Popularität von Wladimir Putin. Von dem her hat es niemanden überrascht. Und es ist aber für die jungen Menschen eine Zeit, mit der sie langsam nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Weil ich habe selbst die Zeiten erlebt, als Wladimir Brezhnev Präsident war. Ich kannte in Russland niemanden anderen, nur Wladimir Brezhnev. Und genauso geht es jetzt zum Beispiel der Generation, die 18 Jahre alt ist. Die kennen seit 18 Jahren nur Wladimir Putin. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt ein starkes Ergebnis, aber es fängt langsam an zu brodeln und Russland muss sich in den kommenden Jahren langsam auf einen Wandel und Veränderungen vorbereiten.
treten. Sie sagten schon das Stichwort junge Generation, das ist ideal, um Vitali Shklyarov einzubringen. Vitali, Sie haben genau das sozusagen, den Mangel an Wettbewerb versucht aufzubrechen, indem Sie als Wahlkampfberater für eine der Gegenkandidatin für Xenia Sobchak, die liberale Kandidatin, Tochter des ehemaligen St. Petersburger Bürgermeisters, ein enger Vertrauter damals von Wladimir Putin, gearbeitet haben und ihre Kampagne gemacht haben. Sie hat am Ende 1,7% gewonnen an Stimmen und sie ist auch von vielen als Systemoppositionelle bezeichnet worden, als Alibi-Kandidatin, während eben Alexej Nawalny, der andere Kandidat, nicht zugelassen worden ist. Warum ist es, wenn du aus deiner Erfahrung vielleicht ein bisschen berichten kannst des Wahlkampfs, warum ist es so schwer, Stimmen zu gewinnen als liberale Kandidatin? Und was würdest du den Kritikern entgegnen, die sagen, Xenia Sobchak war eigentlich nie eine richtige Alternative und nur eine Alibi-Kandidatin? Guten Abend. Ich glaube, dafür gibt es viele Gründe. Ich nenne nur vier. Zum einen, wir reden von Russland. Das ist ein Land, das seit Jahrzehnten, seit der Sowjetzeit, eigentlich keine richtige politische Kultur hatte. Man hatte über die Jahrzehnte hinaus nur noch eine einzige kommunistische Partei. Es gab einfach keinen Wettbewerb in der Politik. Es gab auch keine andere zugelassenen Parteien. Es gab, wie Sie alle wissen, keine Meinungsfreiheit. Und Generation nach Generation sind die Menschen so erzogen, aber auch haben sich so daran gewöhnt, sich die Meinung nicht zu äußern oder überhaupt politisch nicht aktiv zu werden. Und das ist einer der größten Herausforderungen in Russland, Politik zu betreiben, eben die Menschen davon zu überzeugen, dass Politik bringt mit Sicherheit oder über die längere Zeit hinaus irgendeine Veränderung. Und die Menschen haben einfach im Laufe dieser Jahrzehnte einfach das Glauben daran verloren, sind aber auch Generation nach Generation dafür bestraft worden, ihre Meinung zu äußern. Und ich glaube, das ist immer noch in einem Mentalitätscode der Russen verblieben. Zum anderen hat natürlich im Laufe der 18 Jahre die perfekte, ich nenne das ein perfektes Monster, eine perfekt geschaffene Maschine der Propaganda des Putin-Regimes, hat natürlich diese schöne Wiese mit Blumen einfach mal plattgefahren mit Asphalt. Und es ist einfach so viel die Verfassung, die Wahlgesetze sind so geändert worden, dass es praktisch unmöglich ist, zu kandidieren, anzutreten. Das Beispiel des Alexej Nawalny ist ein gutes Beispiel dafür. Und für viele Menschen ist es einfach auch ängstlich, überhaupt politisch aktiv zu werden, weil die Menschen dafür bestraft ins Gefängnis oder halt deren Geschäfte, Unternehmen weggenommen werden. Wir kennen all diese Beispiele aus den Medien. Also das heißt, dieses Feld, also diese politische Wüste, könnte man das nennen, ist mittlerweile so schlimm, dass zum einen es keine geeigneten Kandidaten gibt, zum anderen keine Menschen, die wirklich bereit, aber auch tapfer oder dessen bewusst wären, dass was für Risiken sie eingehen, wenn sie politisch an Wahlen beteiligen. Zum Dritten natürlich die Propagandamaschine scheint zu funktionieren, dann doch so effektiv arbeitet und doch den Menschen das Gefühl vermittelt, dass es keine Rolle spielt, was sie machen, dass es keine Rolle spielt, ob sie jetzt wählen gehen oder nicht, dass es aber auch keine Rolle spielt, was für Kandidat da antritt. Dafür auch der Kreml versucht, lächerliche Komiker ins Rennen zu schicken oder die Menschen als eine wahre politische Macht wie Zhirinovsky oder Zyuganov vorzustellen, die seit 30 Jahren da sitzen und nichts ändern und mittlerweile über 70 Jahre alt sind. Und ich glaube, dass
all diese Sachen vermitteln über Jahre hinweg dieses Gefühl, es wird hier sich nichts ändern, nichts wird sich hier ändern und nichts könnt ihr, ob Demokraten, Liberale oder sonst jemand, verändern fangt bloß nicht an. Und ich glaube, das alles zusammen macht es unheimlich schwierig. Ich kann natürlich mehr in die Gesetzgebung reingehen und an Beispielen erklären, wie unheimlich schwierig es ist, überhaupt eine Wahlkampagne in Russland, gerade eine oppositionelle Wahlkampagne, zu veranstalten, mit welchen Risiken da man zu tun hat. Und unter anderem auch Finanzierung, Probleme und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist seit Jahren kontinuierlich massiv so, diese Strategie gefahren worden, um eben den Menschen, also dieses bekannte Gesellschaftsvertrag zu vermitteln, ihr lebt, wie ihr wollt, ihr könnt machen, was ihr wollt, die großen Eliten, die Reichen oder die kleinen Männer, aber ihr mischt euch niemals in die Politik ein. Das scheint zu funktionieren. Du hast ja ein ganz spannendes Rezept versucht auszuprobieren gegen sozusagen diese Politikverdrossenheit und gegen dieses Gefühl, keine Alternative auch zu haben. Du hast bei den Moskauer Kreiswahlen eine Software kreiert. Du hast sozusagen versucht, Technologie zu nehmen, um diese Hürden zu überwinden. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen darüber etwas erzählen aus deiner konkreten Arbeit? Genau, wir hatten schon immer in Russland ein Problem, wenn es um Wahlen ging, überhaupt die Menschen zu registrieren. Stellen Sie sich vor, wenn Sie eine Unternehmensanmeldung oder Gewerbeanmeldung machen. Was brauchen Sie dafür? Sie brauchen möglicherweise Ausweis oder Personaldaten, eine Gebühr zu bezahlen innerhalb von ein paar Tagen oder vielleicht innerhalb von 10 Minuten sind Sie registriert. Das Gleiche passiert zum Beispiel in den USA. Als Kandidat brauchen Sie nur noch einen Ausweis. In 10 Minuten sind Sie ein Kandidat und Sie können Ihre Kampagne offiziell starten. Spielt keine Rolle, wann. In Russland, um überhaupt registriert zu werden, ist ganz langer Prozess, ein mit ganz vielen Steinen im Weg, den Sie ohne richtige Fachleute niemals selbst schaffen werden. Dann aber auch, selbst wenn Sie registriert werden, haben Sie zum Beispiel im Gegensatz zu USA oder in Europa, Sie haben auch eine ganz begrenzte Zeit, um eine Kampagne zu laufen. Sie haben auch ganz viele Begrenzungen, wie Sie die Spenden einsammeln und so weiter und so fort. Also das heißt, um eine effektive Kampagne in Russland zu laufen, brauchen Sie eine Schar von Menschen, Fachleuten, Rechtsanwälten und so weiter und so fort, dass sie sich nicht leisten können, zum einen als Opposition, die keine Unterstützung hat. Die Staatsparteien und die Parlamentsparteien haben natürlich eine Staatsfinanzierung und die haben natürlich all diese Hürden nicht im Weg wie die Opposition. Und um diese Probleme aus dem Weg zu räumen, haben wir über die Jahre hinweg versucht, eine Software zu kreieren, wo wir viele Schritte, die ein normaler Mensch der Politik betreibt, oppositionelle Politik betreibt, zu automatisieren. Einige Schritte hat die Software für uns quasi übernommen. Die anderen Sachen haben wir dann natürlich sowas zum Beispiel wie Finanzbilanz oder auch eine Anmeldung. Stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen nur ein kleines Beispiel. Sie melden sich an, Sie schreiben Vorname, Nachname und Vatersname, es gibt in Russland immer noch, und Sie reichen diese Anmeldung ein. Was sagt die Anmeldebehörde? Sagt, alles klar, akzeptiert. Sie werden benachrichtigt, ob Sie als Kandidat registriert sind. Nun, wenn Sie vom Kreml oder von einer Staatspartei kommen, ist das eine Formalität. Wenn Sie aber als Opposition zum Beispiel sich zu registrieren versuchen, werden Sie natürlich nur noch am letzten Tag benachrichtigt, dass Ihre Registrierung der Formalitäten der Behörde nicht entspricht, weil sie zum Beispiel Vorname, Nachname eingeschrieben haben, nicht Nachname, Vorname zum Beispiel. Sie werden natürlich darauf nicht direkt, wenn Sie sich das wenn Sie das ausfüllen, nicht darauf hingewiesen. Natürlich nicht, weil auf diese Weise werden
die Menschen so aus dem Rennen quasi ausgefiltert. Und als wir versucht haben, all diese kleinen Prozesse, die eigentlich wie in Kleinigkeiten sich anhören, aber zu automatisieren und dieses Menschenelement aus dem Weg zu räumen, dass quasi die Software auf Knopfdruck alles für dich ausfüllt, dann halt auch dementsprechend mit Behörden dann anmeldet und verschickt und so weiter und so fort, dann haben wir auf einmal ganz andere Resultate erwirkt oder erzeugt. Letztes kurzes Beispiel, als 2013 zum Beispiel die größte liberale Partei Russlands, Jabloka, 86 Kandidaten ins Rennen geschickt hat, waren nur noch 24 registriert und haben 24 Mandate am Ende des Tages gewonnen. Wir haben ohne Parteistrukturen, ohne Finanzierung zu haben, gar nicht. Das waren nur noch zwei, drei quasi IT-Freaks und Jungs. Wir haben 1017 Kandidaten ins Rennen geschickt und alle 100%ig, alle 1017 wurden registriert. Also das heißt, wir haben das System ausgetrickst, weil das nicht mehr mit der Handschriftanmeldung, nicht mit anderen Anmeldungen zu tun hatte. Auf einmal war das alles bei Computer getan, mit Belegen, mit Fotokopien und so weiter. Also wir haben halt natürlich das halt bis ins Unendliche getrieben, dass das System, dass der Kreml nicht mehr imstande war, uns die Registrierung wegzunehmen. Das ist ja ein ganz spannender Ansatz mit Technologie sozusagen, das System austricksen und das einstellen. Stellen Sie sich vor, der Staat, so ein autoritärer Staat wie Russland, der Kreml, ist so wie ein großer Titanic. Ist natürlich eine riesige Maschine, die irgendwo hinsteuert, aber Sie in einem kleinen Boot können Sie natürlich halt nicht dagegen rudeln. Aber wenn Sie gegen die Cliff steuern, dann ist das natürlich mit einem kleinen Boot natürlich sehr, sehr schneller da zu manövrieren als mit einem riesigen Schiff. Und ich glaube, da muss man halt wie der Wind, das Wasser oder die Sonne, die Steine oder wie der tropfende Stein hüllt, muss man da, glaube ich, und das ist der einzige Weg aus meiner Sicht, kann man das System austricksen und ein bisschen Sand ins Getriebe zu bringen. Sie haben gerade ja auch schon sozusagen die Hoffnung auf die neue, junge Generation in Russland geäußert. Jetzt ist es ja erst einmal so, dass für die nächsten 6 Jahre sozusagen der russische Präsident weiterhin an der Macht ist, weiterhin an der Regierung ist. Das ist von der Verfassung her vorgegeben, dass es erst einmal nur die nächsten 6 Jahre sein dürfen. Es gab eine programmatische Rede Anfang März des russischen Präsidenten, in denen er so ein bisschen sein Programm auch vorgestellt hat, viele Sozialleistungen versprochen hat, aber auch neue Waffenarten angekündigt hat. Und in dieser Rede sagte er auch, keiner wollte uns zuhören und mit uns reden, hört uns jetzt zu. Danach, nach den Wahlen, haben wir diese wirklich doch sehr deutliche Verschlechterung der Beziehungen über die Skripal-Affäre erlebt mit Russland. Wenn wir dieses Zitat nehmen, hört uns jetzt zu, was würden Sie sagen, wo hat sich der russische Präsident nicht zugehört gefühlt in der Vergangenheit und was müssen wir jetzt was können wir jetzt für die nächsten 6 Jahre auch für die deutsch-russischen Beziehungen ganz konkret erwarten? Also es ist bekannt, eben, dass er dem Westen die Hand gereicht hat, auch durch seine Rede im Deutschen Bundestag, und hat auf eine Zusammenarbeit gehofft. Gleichzeitig wird immer wieder gesagt, dass Russland Angst hat, und Wladimir Putin, vor einer Ausdehnung der NATO, vor einer Ausdehnung der EU. Da vertreten wir aber die liberalen Werte und auch die Freiheit eines jeden Staates. Zu diesen Werten hat sich übrigens auch im Budapester Abkommen Wladimir Putin selbst bekannt. Und wenn es Länder gibt, die ein Interesse an einer Mitgliedschaft in der EU haben und um diesen Beitritt bitten, dann ist es selbstverständlich, dass die EU mit diesen Ländern dann auch darüber diskutiert und mit denen dann auch irgendwann ein Assoziationsabkommen unterzeichnet.
Da kursieren übrigens auch immer so Thesen, was unser ehemaliger Außenminister Hans-Dietrich Genscher gesagt hat, die der Wahrheit überhaupt nicht entsprechen. Aber hier die Situation, die wir im Moment erleben, die ist rein nur auf dem Patriotismus entstanden, den Wladimir Putin sehr gut bedient. Er lenkt von den inneren Problemen ab, weil dass es in Russland einen Stillstand gibt, das ist vielen bekannt. Also das Bildungssystem sollte reformiert werden, das Gesundheitssystem, das Sozialsystem, die Reallöhne sinken jetzt von Jahr zu Jahr. Er versucht das zu überspielen durch seine Einsätze im Ausland. Also Wladimir Putin hat verstanden, dass Russland keine Weltwirtschaft macht mehr sein wird. Hier diesen Rang sehen wir langsam, eben wird eines Tages China einnehmen. Und aus diesem Grund konzentriert er sich eher auf die globale Macht, also militärische Macht, die er gerne hätte. Und es ist ihm gelungen, in die Lücke, die EU zum Beispiel hinterlassen hat, oder auch die USA in Syrien, da ist es ihm gelungen, diese Lücke zu füllen. Und das versucht er, das bedient er sehr gut. Es kostet aber wahnsinnig viel Geld. Also das heißt, Sie haben jetzt gesagt, die kommenden sechs Jahre werden für Russland eine Stagnation bedeuten, weil diese Einsätze und auch diese militärische Aufrüstung kostet enorm viel finanzielle Mittel. Woher er sie nehmen möchte, ist mir nicht bekannt, weil ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt nach oben steigende Preise bei den Erdöl Preisen haben werden. Also wird Russland in den kommenden Jahren Jahre der Stagnation erleben. Seitens der EU wäre allerdings klug, hier die junge Generation jetzt langsam zu begleiten, weil die junge Generation wird diejenige sein, die einen Wandel vollziehen wird. Also Wladimir Putin ist ein Mann der Vergangenheit. Niemand verbindet mit ihm eine Zukunft. Also damit, er machte auch den Wahlkampf immer mit der Überzeugung, es ist ein Patriot, er gibt diesem Land eine Stabilität und Sicherheit. Das haben die Großeltern häufig, also den Enkelkindern erklärt mit den chaotischen Jahren 1990. Diese 90er Jahre waren ziemlich chaotisch. Und eben, das wird er jetzt gefeiert, also er hat dem Land eine Stabilität und Sicherheit gegeben. Aber mehr ist es auch nicht. Also er präsentiert dem Land keine Zukunft. Diese Zukunftsvision präsentierte Alexei Nawalny. Deshalb war Alexei Nawalny für ihn so gefährlich. Ksenia Sobchak nicht. Ksenia Sobchak war eigentlich eine ungefährliche Kandidatin für Wladimir Putin. Deshalb hat er das auch zugelassen, eben dass sie kandidiert. Sie hat wunderbar diese Werte des Westens vertreten, die eigentlich Wladimir Putin immer kritisiert. Nicht, wir sind hier homosexuell, fast alle, wir sind dekadent, wir sind verkommen. Und sie hat dann immer diese Werte angesprochen. Sie hat sich für die Rechte der Homosexuellen eingesetzt, für die Liberalisierung der schwachen Drogen. Und damit hat er selbst auch Propaganda gemacht. Nicht? Da hat er das bedient. Also das sind diese er bedient die konservativen Werte, sie diese liberale Werte des Westens. Deshalb war sie für ihn eigentlich eine willkommene Kandidatin, um eben auf diese seine Werte zu zeigen. An uns, an Europa, wird es eben liegen, jetzt langsam diese Veränderung, den Wandel zu beobachten und im richtigen Zeitpunkt dann den jungen Menschen eine Hand zu reichen, möglicherweise auch durch eine Visa-Erleichterung manchen Gruppen, wie zum Beispiel Studenten, weil die Jugend, die informiert sich nicht aus den Medien, die eigentlich kontrolliert sind oder zensiert sind. Junge Menschen informieren sich im Internet. Sie informieren sich durch die Gespräche mit Freunden und Verwandten, die im Ausland leben. Seltsamerweise viele Oligarchen oder viele Vermögende Russen lassen die eigenen Kinder im Ausland studieren. Und diese junge Generation sieht das Leben im Westen, und die Jugend
möchte zum Beispiel eben, bekennen sich zu dem Patriotismus in Russland, aber gleichzeitig möchten sie diese Freiheit und diese Werte des Westens teilen. Und das ist das, was sich sicher eines Tages in Russland wandeln wird und zu einer Veränderung dann führen wird. Wie viele Jahre es dauern wird, ist schwer einzuschätzen, weil nach Wladimir Putin kommt jetzt eine Post-Putin-Ära und in seiner Verwaltung, in der Administrative, bereitet er jetzt schon den Weg für diese Post-Putin-Ära, indem er ihm hörige junge Generation in die Ämter installiert. Man hat es jetzt auch schon bei den neuen Gouverneuren gesehen. Das sind alles jüngere Menschen, die aber Technokraten sind, die ihm selbst viel zu verdanken haben. Und so eben bereitet er sich jetzt diesen Weg, sodass er die Älteren austauscht für Jüngeren. Aber das wird nicht ausreichen. Also eines Tages, das ist immer so, wenn man einen Deckel über eine Gesellschaft stülpt, baut sich der Druck aus dem Inneren und irgendwann explodiert es. Und damit rechne ich auch in Russland. Bevor wir da nochmal drauf zurückkommen, sowohl auf die Post-Putin-Phase als auch auf die deutsche Politik, vielleicht nochmal kurz, Vitali, würdest du die Einschätzung teilen, dass Xenia Sobchak eine ungefährliche Kandidatin war für Wladimir Putin? Und warum hast du sozusagen trotzdem den Wahlkampf gemacht? Also ist sie diejenige, die diese junge, neue Generation in Russland an sich binden kann und die sozusagen auch ein Repräsentant sein kann für gesellschaftlichen Wandel von einer jungen Generation in Russland? Vielleicht kannst du noch ein wenig dazu etwas sagen. Nun, um ehrlich zu sein, es gibt keinen Kandidaten, der für Putin gefährlich wäre. Also der Mann hat eine absolute Macht in diesem Land. Der amtierende Präsident, der neue Präsident, hätte die Wahl ohnehin gewonnen. Mit Sicherheit nicht mit fast 77%. Ich würde vielleicht 50-60 einschätzen, wenn die Wahl auch wirklich reell wäre. Trotzdem, man muss nicht naiv sein und trotzdem muss man zugeben, dass aufgrund dieser Gehirnwäsche, aufgrund der, wie die Kollegin jetzt gerade schon erwähnt hat, dieses Traumas der 80er und der 90er, des Zerfall der Sowjetunion und all diese Bilder, mit denen der Kreml immer gerne spielt und sagt, ihr wolltet die Demokratie, ihr wolltet die Demokraten, so wie Sobchak oder Jelzin. Schaut mal, Sowjetunion ist auseinandergefallen, das ist das Resultat. Also das heißt, es gibt keine Alternative, nicht im Sinne des Wortes Alternative, dass es in einem 146 Millionen großen Land keinen geeigneten Kandidaten gäbe. Aber das Vakuum oder das System ist so dicht, dass es praktisch unmöglich ist, für einen oppositionell denkenden Kandidaten überhaupt Fuß zu fassen, überhaupt da mitzuspielen. Und in dieser Hinsicht klar hat er absolute Macht und klar hat der Putin absolute Chancen, die Wahlen zu gewinnen. Nun, heißt das, dass man da trotzdem nicht mitmacht? Nein. Das ist nämlich der Grund, warum ich mit diesen Wahlen oder an diesen Wahlen mich gerne beteiligt habe und gerne daran gearbeitet habe. Weil aus meiner Sicht die Demokratie oder eine Liberalisierung in der Politik ist nie eine aus einer gewonnenen Wahl geborene Sache. Ich glaube, eine Demokratie als demokratische Instituten, als eine Kultur der politischen Wahlbeteiligung, als eine Kultur des politischen Auseinandersetzung und der Debatten und so weiter und so fort, braucht eine gewisse Zeit, um sich zu entfalten, zu entwickeln. So wie Europa das über Jahrhunderte hinaus entwickelt hat und USA innerhalb der 300 Jahren auch die Zeit hatte, das fein zu schleifen und zu entwickeln. Ich glaube, da fehlt einfach Russland die Zeit und dieses junge 26-jährige Land hat das einfach noch nicht gelernt. Und selbst wenn wir jetzt, sagen wir, morgen einen anderen Präsidenten hätten oder Nawalny oder Xenia Sobchak oder jemanden anderen, ich glaube, trotzdem würde sich nicht viel in Russland ändern, weil einfach die Kultur, die Menschen das Leben ganz anders bewerten, ganz anders auch mit dem Leben, mit der Verantwortung, mit dem Geld umgehen und mit der Arbeit und so weiter. Also ich glaube, es bedarf einer kontinuierlichen
Arbeit über Jahrzehnte hinweg. Und aus dieser Sicht gesehen, jede Wahlbeteiligung, jede Kampagne, jeder weitere Kandidat oder Kandidaten, jede weitere Blume auf dieser Wiese ist ein Schritt, ein kleiner Schritt in diese Richtung. So wie sich ein Kind, ich glaube, innerhalb eines Monats oder zwei Monate, innerhalb der kurzen Zeit sich nicht im Bauch seiner Mutter entwickeln könnte, selbst wenn wir das die besten, idealen Verhältnisse hätten, kann sich die Demokratie in Russland nicht über einfach 4 oder 6 Jahre oder 12 oder 26 Jahre entwickeln. Ich glaube, das bedarf längerer Zeit. Nicht umsonst die Kommunisten, die Sozialisten und all die Revolutionen, Erster, Zweiter Weltkrieg. Ich glaube, das Land hat so viel, hat so ein großes Trauma. Wir haben Umfragen gemacht, nur noch als Beispiel, ein sehr positiv geladenes Wort, Veränderung, Change, das 2008 Millionen von Amerikanern motiviert hat, für den ersten afroamerikanischen Präsidenten zu stimmen und mit Sicherheit auch in der europäischen Gesellschaft durchaus positive Bedeutung mit sich trägt, hat absolut negative Bedeutung in der russischen Kultur, weil sich die Menschen einfach sagen, bevor sich irgendwas ändert, möge es so bleiben, wie es ist, weil die Erfahrung der Jahre, die Erfahrung der Kriege, der Revolution, des Umbruchs, Putsches und so weiter und so fort, hat die Menschen so viel gelernt, einfach besser so zu haben, wie man es hat, anstatt sich irgendwie was Neues aufzubauen oder sich oder der Versprechung eines neuen Kandidaten anzutrauen. Und nochmal zu der Frage Xenia. Ich glaube, wir haben unser Ziel in dieser Kampagne war nicht zu gewinnen. In dieser Hinsicht war sie natürlich keine große Gegnerin. Also wir sind nicht naiv gewesen zu sagen, wir werden die Wahlen gewinnen. Aber wir wussten, dass wir diese Plattform, diese Zeit, diese Möglichkeit ausnutzen werden, um so laut wie möglich über die Themen, die russische Gesellschaft interessieren, zu schreien oder Kunst zu tun, um so viele wie möglich Städte zu besuchen. Wir haben hunderttausende Menschen in fast jede zwei Wochen, jede Woche in solchen Räumen versammelt und über Politik gesprochen, ausgebildet. Das ist eine kleine, wenn Sie wollen, eine kleine Aufklärung. Also sowas, was Deutschland oder Europa im Mittelalter erlebte, eine Aufklärung. Und wir sehen diese Arbeit als eine Art der Aufklärung, denn man kann einen Menschen nicht zwingen, für einen Kandidaten zu stimmen oder überhaupt politisch aktiv zu werden, wenn der Mensch daran nicht glaubt. Also man muss wirklich ganz unten anfangen und Menschen wie Kinder betrachten und lehren, was eigentlich die Wahlen sind. Warum ist das wichtig? Warum? Wie übersetze ich die Politik in dein eigenes Leben, tagtägliches Leben um? Und das war Ziel der Kampagne. Das war ein Ziel, so viele wie möglich Menschen anzusprechen. Nun, im normalen tagtäglichen politischen Leben in Russland hat man die Möglichkeit nicht. Als ein registrierter Präsidentenkandidat hat man völlig anderen Zugang zu Medien. Trotzdem limitiert, klar. Der Staat behält das Monopol für Fernsehen. Man ist nur noch den digitalen Medien auf digitale Medien angewiesen. Wir haben trotzdem versucht, viele Reisen zu veranstalten. Wir haben trotzdem versucht, diese Bühne, wenn die Scheinwerfer auf Sie als Kandidaten gesteuert sind, einfach diese Bühne und dieses Mikrofon so gut wie möglich auszunutzen, um innerhalb diesen 5 oder 6 Monaten so viele wie möglich Menschen zu erreichen. Und trotzdem, man muss auch dazu sagen, nach 5 Monaten Arbeit eine
ein Neuling in der Politik, eine Frau, das ist auch eine ganz andere Geschichte, Frauen in Politik in Russland, das ist ein ganz anderes, ich kann dazu auch was anderes später vielleicht sagen. Es ist unheimlich schwer, überhaupt in einer sehr patriarchalischen Gesellschaft für eine Frau sich durchzusetzen. Trotzdem am Ende des Tages, wir haben nach 5 Monaten Arbeit eine neue Politikerin zur Nummer 4, ich denke, sehr weit gebracht. Und das zählt, dass fast 2 Millionen Menschen für sie gestimmt haben. Das ist ein guter Anfang. Und ich, wie ich schon sagte, ich glaube, das ist nur noch der Anfang und die Plattform und die Partei, die wir jetzt gerade gründen und überhaupt versuchen, da oppositionell weiterzuarbeiten und so vielen wie möglich Menschen die Türen in die Politik zu öffnen. Ich glaube, das war unser Ziel und insofern haben wir das Ziel erreicht. Und was sich der Kreml davon hält, interessiert uns nicht. Eine ganz kurze Nachfrage noch wieder die dazu. Es gab am Xenia Sobchak hat angekündigt, eine neue Partei zu gründen mit Dmitri Gudkov, einem anderen Oppositionskandidaten. Und dann gab es aber diese Szene, die auch viel in russischen Medien und Netzwerken diskutiert wurde, als sich Xenia Sobchak dann im Fernsehen mit Alexei Nawalny gestritten hat, ob sie darüber gemeinsam sozusagen eine gemeinsame Opposition bilden sollen. Und das wurde sozusagen viel diskutiert, symptomatisch für die gespaltene russische Opposition, die es nicht schafft, eine gemeinsame Position zu vertreten. Ganz kurz, war das ein Kommunikationsdesaster, diese Szene zwischen Sobchak und Nawalny im russischen Fernsehen? Wissen Sie was? Ich glaube, die russische Opposition ist ein großes Desaster und Kommunikationsdesaster und Menschendesaster. Ich schimpfe so viel, vielleicht nicht so viel, aber ziemlich viel in meinen Artikeln manchmal über die russische Opposition. Ich glaube, das Problem natürlich liegt im Kreml oder in diesem politischen System, das geschaffen wurde, aber auch in der Opposition. Ich glaube, aufgrund dieses Vakuums und aufgrund dessen, dass die Menschen da wirklich isoliert wie eine Gefängniszelle leben und versuchen, wirklich hart gegen diese unheimliche Wand zu rennen und trotzdem immer wieder mal aufzustehen. Ich glaube, das macht Menschen auch ganz, ganz besonders. Also die sind sehr kooperationsunfähig. Also das ist unheimlich schwierig für die Opposition. Und das ist einer der größten Kritikpunkte übrigens an die russische Opposition. Es fällt denen unheimlich schwer, sich zu vereinen, weil das wäre ein völlig anderes Spiel gewesen, wenn Nawalny und Sobchak und Jawlinski und so weiter und so fort sich vereinen könnten und als eine gemeinsame Front gegen Putin anzutreten. Mit Sicherheit hätten wir vielleicht 10, 12, 15%. Das wäre ein völlig anderes Signal an die Gesellschaft, aber auch an die Akteure dieses gemeinsamen Geschehens. Nun haben wir mehrere Male versucht, Alexei Nawalny auch die Hand zu reichen und haben gesagt, schau mal, das ist nicht fair. Klar, nicht fair, aber das ist ja nicht unsere Schuld, dass du nicht antreten darfst. Das ist Kreml und leider bist du ein Opfer dieses Systems. Aber du hast ein sehr entwickeltes, große Infrastruktur und ganz viele Anhänger. Dafür kann aber Xenia ihren Teil dazu beitragen, also als eine sehr mediale Person, als eine, die nicht vorbestraft ist und antreten darf. Also wenn man sich vereint, man könnte viel mehr erreichen. Und ich glaube, dieses ständiges Hin- und Herziehen für mich, insbesondere ein quasi Outsider in dem politischen Leben Russlands, ist immer ganz schwierig zu beobachten. Ich sehe das immer so mit einem lächelnden und weinenden Auge, weil auf der einen Seite sind das alles standhafte, brave Menschen, auf der anderen Seite können sich über Kleinigkeiten so wie Kinder nicht einigen und das ist ein schönes Beispiel. Der letzte Tag der Wahlkampagne, als Xenia zu Nawalny kam und nochmal angeboten hat, der Partei beizutreten, macht er natürlich kalte Dusche. Alles klar, danke. Frau Alt, ich würde gerne noch einmal konkret darüber sprechen, was wir jetzt eigentlich von deutscher Seite aus tun müssen in den nächsten 6 Jahren, was jetzt eigentlich von der deutschen Politik erwartet wird und was jetzt eigentlich auch das Rezept ist, mit Russland umzugehen, wenn es diese Entwicklung nehmen wird, wie Sie sie gerade skizziert haben. Da gibt es ja auch durchaus auch in Ihrer Partei unterschiedliche Ideen, wie man sozusagen Ansätze gegenüber Russland verfolgen soll. Haben Sie da ein Rezept, was Sie uns nennen können? Wie sollte die deutsche Politik aussehen?
Also ich weiß, wenn Sie konkret meinen, wir haben nicht unterschiedliche Ideen. Also die FDP ist geeint in dieser Frage, also auch unsere Fraktion. Da gibt es auch einen einstimmig beschlossenen Beschluss des Bundesvorstandes, dass die FDP ganz klar die Annexion der Krim als völkerrechtswidrig bezeichnet und zu den Sanktionen steht. Und solange Wladimir Putin hier so agiert, wie er agiert, bleiben wir auch dabei bei dieser These, die Sanktionen aufrechtzuerhalten. Sollte die Situation sogar eskalieren, würden wir sogar eine Verschärfung der Sanktionen begrüßen. Es geht hier jetzt nur um eine Frage, wie man in der Zukunft mit der Frage Krim und der Ukraine umgeht, weil diese Sanktionen sind jetzt gebündelt. Und Wladimir Putin hat ganz klar erklärt, er in seiner berühmten Rede, die Sie angesprochen haben, er denkt gar nicht daran, die Krim zurückzugeben. Gleichzeitig geht es aber um die Umsetzung des Minsker Abkommens. Also hier könnte man darüber nachdenken, eben wie man dieses Bündel, weshalb die Sanktionen eingeführt wurden, wie man das löst, so dass, wenn schrittweise das Minsker Abkommen umgesetzt wäre, dass man dann schrittweise natürlich auch bei den Sanktionen darüber nachdenkt, ob sie aufrechterhalten bleiben oder nicht. Die Sanktionen wirken. Russland ist abgeschnitten von der Hochtechnologie und die Technologien sind eigentlich auch die Zukunft. Und das ist gerade das, was Wladimir Putin auch am meisten trifft. An Deutschland und auch Europa an der Seite ist wichtig, weiterhin im Dialog mit Russland zu bleiben. Also wir sind im Moment in einer Sackgasse. Mich erinnern sehr viele Handlungen an den Kalten Krieg. Ich würde sogar wagen zu sagen, wir sind schon in einem zweiten Kalten Krieg. Wir haben Aktionen und Reaktionen, die zum Glück jetzt noch symmetrisch sind. Also auf die, gerade was die Diplomaten angeht, also die Antwort von Wladimir Putin war symmetrisch, also was die gleiche Anzahl der Diplomaten angeht, in Europa. Wir haben plötzlich immer wiederkehrende Verletzungen des Luftraumes, sodass die Abfangjäger auch immer wieder starten müssen. Also das sind alles Aktionen, die ich aus dem Kalten Krieg kenne. Und hier muss man aufpassen, dass das hier nicht eskaliert, weil das ist eine Eskalationsspirale und genauso ist es auch bei den Sanktionen. Irgendwann, also Sie können auch Sanktionen immer verschärfen, aber irgendwann haben Sie nichts mehr, was Sie verschärfen können. Aus dem Grund ist ein Dialog mit Wladimir Putin wichtig. Es ist mittels OSZE, haben Sie angesprochen, auch wichtig. Russland ist Mitglied des Europarates, also man müsste eigentlich auch hier diese Mittel zum Dialog nutzen und eventuell eine Rückkehr zu einem G7+8 Treffen, also Gesprächen, oder im NATO-Rat. Also es gab immer wieder Treffen, also wo auch Russland dabei war. Es wäre ratsam, im Dialog mit Russland zu bleiben, weil das Allerschlimmste wäre, die Beziehungen abzubrechen. Aber Wladimir Putin weiß ganz genau, dass auch er vom Export seiner Rohstoffe nach Europa und in den Westen auch profitiert. Er weiß ganz genau, dass diese wirtschaftliche Zusammenarbeit für ihn von großer Bedeutung ist. Also hier gibt es Wege und Mittel, besonders auch auf der diplomatischen Ebene, die man nutzen könnte. Eine kurze Nachfrage noch zu den Sanktionen. Es war ja eine lange Zeit so unter Präsident Obama, dass die Sanktionen zwischen Europa und den USA sozusagen im Gleichschritt getroffen worden sind. Jetzt sind kürzlich die USA mit ihren eigenen Nationen, mit ihren eigenen Sanktionen sehr viel weiter gegangen, als Europa es bisher gegangen ist. Sehen Sie das als ein Problem, dass man sozusagen diese gemeinsame Sanktionspolitik gegenüber Russland, die man ja recht lange verfolgt hat, aufgegeben hat? Nein, ich sehe es gerade als eine Chance für Europa, weil hier hat sich gezeigt, dass Europa
eigentlich schwach aufgetreten ist. Also wir brauchen deshalb eine sehr starke Außen- und Sicherheitspolitik. Und hier sollte Europa wirklich mit einer starken, einheitlichen Stimme sprechen. Mhm. Und das ist gerade diese Chance, weil gerade in den letzten Jahren hat man gesehen, dass Wladimir Putin und Russland, also diese zwei Weltmächte, immer wieder versuchten, auch international Fuß zu fassen in den Regionen und Gebieten, wo es Probleme gab, und von Europa hörte man nicht viel. Und das ist jetzt gerade eben ein Moment und eine Gelegenheit, dass hier Europa stärker, eventuell auch neu reformiert, auftritt und hier mit Russland im Dialog bleibt. Weil wenn Sie sich die vergangenen 200 Jahre nehmen, wann hatten wir Frieden auf dem europäischen Kontinent? Immer dann, wenn wir harmonische Beziehungen zwischen Frankreich, Deutschland und Russland hatten. Immer dann hatten wir Frieden auf dem Kontinent. Wenn diese Beziehungen auf einmal in einer instabilen Lage gerieten, dann standen wir immer vor einem neuen Krieg. Wir haben jetzt gerade eben kritische Situation, was die Beziehungen zu Russland angeht. Umso wichtiger ist, dass wir Frankreich jetzt unterstützen. Emmanuel Macron hat sehr viele neue Reformen vorgeschlagen. Es ist wichtig, dass wir ihn unterstützen, dass Europa stabil bleibt, weil gerade diese Spaltung, wir sind im Moment in einer Ära, die wir als Ära der Spaltung von Europa nennen können. Und das nützt Wladimir Putin ganz genau aus. Also durch diese Unterstützung der AfD, des Front National, forciert er sogar diese Spaltung von Europa, und das dürfen wir nicht zulassen. Also hier müssen wir tatsächlich auch Frankreich jetzt unterstützen und Europa zu stabilisieren und dann als ein Kontinent hier mit eigener Stimme zu sprechen. Weil, dass wir hier Wolfgang Ischinger hat es bei der Internationalen Sicherheitskonferenz in München im Februar ganz drastisch ausgedrückt. Er hat gesagt, die Welt steht am Abgrund. Und wir haben globale Veränderungen und Europa muss aufpassen, dass sie nicht unter die Räder kommt. Und das ist auch eine Chance für uns, für Deutschland und auch für Europa. Mhm. Wir öffnen gleich die Fragerunde, da können Sie auch Ihre Fragen und Kommentare anbringen. Ich würde aber gerne noch einmal von dir, Vitali, hören. Du bist gerade aus den USA gekommen, gerade auch in den USA. Die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Russland sind an einem ganz dramatischen Punkt. Die Debatte über Collusion, die Mueller Investigation, die in den USA geführt wird. Wäre es jetzt eigentlich noch möglich, dass du als Wahlkampfberater bei Obama und Bernie Sanders arbeiten könntest, mit deinem eigenen biografischen Hintergrund? Wäre das noch denkbar in heutigen Zeiten? Ich denke, das ist eine recht philosophische Frage. Natürlich ist es möglich. Ich glaube, es gibt keine unlösbaren Probleme. Es gibt meistens eine unkonventionelle oder praktische Lösung oder eine Lösung, die gerade nicht als gut oder geeignet erscheint. Ich glaube, das ist eine Frage der Diplomatie, weil natürlich sind wir jetzt gerade in der politischen Lage zwischen USA und Russland, und ich lebe das an eigenem Leibe sozusagen, während ich in Washington lebe, aber auch mit Russen arbeite oder mit der russischen Opposition. Das ist wirklich der tiefste Punkt und zu Recht der Kalte Krieg 2.0 vielleicht oder der zweite, dritte Kalte Krieg. Nun, wo der Wille ist, da gibt es auch einen Weg. Ich glaube, es gibt leider, und das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, es gibt leider keinen starken Willen auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich unterzeichne das nochmal auf beiden Seiten, auf der Seite der USA und der Vereinigten Staaten und auf Seite Russlands. Es gibt keinen richtig starken Willen, aber auch vielleicht keinen starken Lobby im Establishment, um diesen Wandel oder diesen Umkehr voranzutreiben. Das spielt natürlich einem schwachen, ökonomisch schwachen Russland oder Kreml natürlich zu, einen Außenfeind zu haben und die ganze Schuld USA in die Schuhe zu schieben und dadurch dann halt die
quasi stagnierende Ökonomie oder das fehlende Rechtssystem oder das Fehlen des Staates zu modernisieren oder das eigene Volk zu fördern, natürlich dadurch zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite, ich sehe das auch, dass der politische Establishment in den USA natürlich auch diesen Konflikt für eigene politische Zwecke ausnutzt und dann natürlich eigene parteiische, und ich sage nur noch Republikaner gegen Demokraten, für parteiische Zwecke dieses Konflikt und dieses Geräte ausnutzt und Medien spielen da auch natürlich einen großen Beitrag zu. Ich glaube, da ist immer ein Weg und das ist eine nicht so viel die Frage der Technologien, das ist ein politischer Wille. Leider aufgrund der globalen Welt, aufgrund der offenen Welt, und das ist meines Erachtens auch ein Teil dieser technologischen Entwicklung, ist die Welt einfach durchsichtiger geworden, der Informationsfluss ist zugänglicher geworden und die Menschen wollen und können alles wissen und mitspielen und mitbestimmen. Und ich glaube, das führt, also diese Globalisierung als im langfristigen Sinne des Wortes, führt dazu, dass eine gewisse Generation der Politiker in USA, in Europa, natürlich in Russland zustande kam oder gewachsen ist, die sehr populistisch agieren, die auch viel versprechen, wo man von vornherein weiß, dass diese Versprechungen nicht eingelöst werden können, um einfach wieder gewählt zu werden. Ich glaube, das, wovon Bernie Sanders so viel gesprochen hat, ich glaube, es bedarf einer Reformierung des politischen Systems, Wahlsystems in den USA, klar. In Russland gar keine Rede, soweit sind die Russen noch nicht. Aber ich glaube, das ist das große Problem, dass die Menschen nicht im Frieden leben wollen. Das ist nicht, dass die Menschen nicht Früchte des globalen Marktes nicht genießen wollen. Es ist nur noch die Politik, die Zwei-Parteisystem in den USA oder parteiische System oder die Art, wie die Partei und die Politik aufgebaut ist. Ich könnte dazu viel mehr erzählen. Ich glaube, dieses Modell ist einfach ausgelaufen. So wie wir nicht mehr die CDs kaufen, um einfach einen schönen, netten Song oder nicht die ganze CD nur noch wegen eines Songs, eines Titels kaufen oder die Taxi ganz anders bestellen oder die Flugkarten ganz anders kaufen. Ich glaube, die Politik muss auch braucht ein Upgrade und braucht einen neuen Zugang, wie man aus diesem elitären Club rauskommt, aus diesem elitären Clubdenken rauskommt und vielen jungen, aber auch nicht jungen Menschen freien, leichteren Zugang zur Politik gewährt, zum einen, zum anderen auch die Politik zugänglicher macht, also günstiger, zugänglicher. Schauen Sie sich die Wahlkampagne in den USA an, halt auf jeder Seite der Barrikaden. Auf jeder Seite spendet man über eine Milliarde, um einen Kandidaten zu wählen. Das ist der Schwachsinn, so viel Geld. Jede Wahl, und ich habe an so vielen Wahlen gearbeitet, für Senat oder Governor, kostet Millionen. Und dann verliert man und steht man da. Und das Geld ist weg und wer steht dafür gerade? Also ich glaube, dass dieses System, also dieses Parteiaufbausystem, dieses Modell, was eigentlich aus 20. Jahrhundert kommt, läuft ein bisschen aus. Ich glaube, da muss man auch ansetzen, abgesehen natürlich von dem politischen Willen. Und der Wille soll schon da sein. Und ich glaube, das ist nicht gegeben aufgrund der schwachen politischen Situation in den jeweiligen Ländern. Wenn du es dir aussuchen könntest, gibt es einen Kandidaten, irgendeinen Favoriten, für den du als nächstes unbedingt oder irgendwann mal unbedingt gerne Wahlkampf machen würdest? Eine Frage. Hoch. Ich würde sagen, für jeden, der sich groß auf die Fahne eine neue Weltveränderung schreibt, jeder, ob groß oder klein, bekannt oder nicht, ich glaube, ist ein geeigneter Kandidat. Ich glaube, wenn ich gerade davon gesprochen habe, also dieses elitäre Club-Denken, ich glaube,
wenn wir Zugang zu Politik, Zugang, aber auch wie wir mit Politik umgehen, also wenn wir das nicht mehr als irgendwie was Besonderes, aber auch als eine ganz normale, wie ein Zahnarzt, Dienstleistung sehen, aber auch danach auch die Leistung der Politiker bemessen und dieses etwas Magisches oder Spezielles daraus nehmen und mit Politik normal umgehen, wie wir halt mit anderen Sachen normal umgehen können. Ich glaube, das würde zwangsläufig dazu führen, dass da ganz viele Menschen, neue Menschen in Politik einfach motiviert werden, mitzumachen. Weil ich bin aus der Generation von Russen, ich kannte keinen einzigen aus meinem ganzen Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder Schulkreis, der sich für Politik interessiert. Das war langweilig. Gucken Sie sich, vielleicht hat ein bisschen Obama oder Sanders in den USA Politik ein bisschen interessanter gemacht. Gucken Sie sich die Politik in der ganzen Welt. Das ist halt meistens ältere Damen und Herren. Ich habe nichts gegen Alter, aber es ist einfach man hat diesen gewissen Lebenslauf, man studiert, man wird aktiv, man verbringt in der Partei 20 Jahre, um dann halt vielleicht nominiert zu werden. Warum? Warum ist nicht 18-Jähriger, der vielleicht ein bisschen bekloppt aussieht, aber trotzdem bereit ist, mitzumachen, aber auch 24 Stunden am Tag rumzurennen und an jeder Haustür zu klopfen, warum darf er nicht rein? Und ich glaube, da liegt der Hund begraben. Ich glaube, dieses System ist ein bisschen anders zu gestalten. Das ist ein Ziel. Es kommt nicht auf den Kandidaten an, es kommt auf die Ideen und den Willen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug spannendes Futter und Gesprächsbedarf für die Fragerunde. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihre Fragen und Kommentare zu stellen. Mein Kollege hat das Mikrofon und wir haben eine halbe Stunde Zeit und es gibt auch gleich schon eine erste Frage hier vorne. Fangen wir hier vorne an. Russland ist Es kommt sofort ein Mikro. Vielleicht sagen Sie auch gerne gleich am Anfang oder zum Schluss, an wen Sie Ihre Frage richten. An beide. Russland ist Petersburg, Moskau und dann zieht sich zum Ural. Russland hinter dem Ural ist ja für uns als Fernsehbetrachter und manchmal Reisende etwas völlig anderes. Können Sie mal schildern, wie östlich des Urals man diesen Wahlausgang beurteilt und welche Hoffnungen man dort haben darf? Und die zweite Frage, es ging immer um Amerika und Russland und EU. Aber die neue Weltmacht, die Sie genannt haben, China, wie wirkt sie auf Putin, auf Russland und umgekehrt? Ich würde sagen, vielleicht du die erste Frage und Sie, ja, genau, und Sie dann die zweite. Mhm. Nun, Sie haben zu Recht gesagt, die oppositionellen Kräfte oder oppositionell denkende Menschen sind meistens um die Großstädte konzentriert. Das hat ganz einfach mit Demografie zu tun, Bildungsstand und so weiter und so fort. Also das heißt, wenn wir von der Opposition reden, St. Petersburg, Moskau, zwei, drei große Städte, und das wäre es. Je weiter, je östlicher, umso schwieriger, umso komplizierter ist es, für uns überhaupt Menschen anzusprechen. Und dementsprechend umso höher ist der Grad der Unterstützung des amtierenden Präsidenten. Das hat, wie ich schon sagte, mit der Bildungsstand zu tun. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass das Land unwahrscheinlich unterentwickelt ist, infrastrukturell. Also das heißt, in Großstädten haben sie natürlich ein riesiges Angebot an Entertainment, an Theater, an Opera und so weiter und so fort. Sie haben Menschen aus Westen, Gäste. Also das heißt, generell sind sie ganz anderem Informationsfluss ausgesetzt als einer, der selbst 500 Kilometer von Moskau entfernt in einem kleinen Dorf nur auf dieses kleine schwarze Kasten angewiesen, Fernsehen genannt, und nichts anderes. Und manchmal gibt es auch kein Internet und so weiter und so fort. Und das heißt, wenn sie hypnotisiert Jahr für Jahr vom Fernsehen sitzen und nichts anderes im Leben haben
Nicht, weil sie dumm sind, es ist einfach, sie sind da geboren und haben nicht die Mittel, aus dieser Misere rauszukommen. Dann werden sie quasi gehirngewaschen und dann sehen sie wirklich Putin als einen starken Präsidenten. Und ich meine, er hat, man muss das auch ehrlich zugeben, er hat diese Kunst auch wirklich gut studiert. Seine Reden sind sehr stark und sehr fokussiert. Das ist ja nicht einfach dummes Volk. Sie glauben wirklich daran, dass er stark ist, dass er was Gutes tut. Und gerade die Sanktionen und gerade diese Konflikte spielen natürlich dem Kreml zu, weil er dadurch auch dieses lebende Beweis liefert und sagt, na, schaut mal, das ist der Westen, das, was ihr wollt. Und dementsprechend, je weiter man östlicher geht, umso härter ist es für jeden überhaupt, mit Oppositionellen, aber auch mit einem nicht unbedingt politisch Positionellen, einfach mit anderen Welteinsichten da in dieser Gesellschaft zu leben. Und das hat wirklich nur noch mit wirtschaftlichen und finanziellen Mitteln zu tun und der Entwicklung des Landes. Zu China vielleicht? Ja, noch eine Ergänzung eben zu den Regionen. Also Wladimir Putin hat sich gerade auch dieser Kenntnis sehr gut bedient. Dadurch, dass er wusste, dass in der Region die Bevölkerung eigentlich die von ihm manipulierte Medien anschaut, hat er immer diesen Patriotismus bedient. Was aber dieses Mal bei den Wahlen interessant war, er hat sich von dem Versagen der Regierung abgekoppelt. Also seine Umfragewerte, die Umfragewerte der Regierung sind nach unten gegangen, aber seine Umfragewerte sind nach oben gegangen. Er manipuliert es, er kann das sehr gut rüberbringen, dass für jegliches Versagen oder Fehler der Regierung auch die Regierung zuständig ist, aber er nicht. Und das ist das Neue. Das war in 2012 bei den Wahlen nicht. Und er bedient sich dessen und sehr selten gab es irgendwelche Revolutionen oder Veränderungen, die aus den Regionen oder aus dem Land hervorgebracht wurden. Und deshalb auch zum Beispiel irgendwelche Demonstrationen auf dem Land, so also wie Sie es gesagt haben, hinter dem Ural, also die können ihm auch überhaupt nicht gefährlich sein. Also man kann tatsächlich auch nur auf diese urbane Gesellschaft setzen, dass nur die es eines Tages schafft, den Wandel zu bewirken. Was China angeht, ja, China hat verstanden, also es gibt diese zwei Mächte, im Moment diese globale, also USA und Russland sind auch Atommächte, beide haben einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat und China geht es hauptsächlich um die wirtschaftlichen Beziehungen. Also China will eine Weltwirtschaftsmacht werden. Sie sind auch auf dem Weg, eben die zukünftigen Technologien tatsächlich sehr gut zu beherrschen. Auch wir entwickeln uns in eine Situation, wo wir besonders bei der Produktion der Elektrobatterien in der Zukunft von China abhängig werden. Das haben Sie sicher auch mitbekommen, eben dass sehr viele Autohersteller jetzt überlegen, dass sie die Produktion der Batterien auch tatsächlich in China ansiedeln werden, weil es denen bewusst ist, dass wir von China abhängig sind. Und diese Beziehungen, die China zu Russland pflegen wird, sind hauptsächlich wirtschaftlicher Art. Also es geht rein um die Exportnation China, weil China bedient zwar den Binnenmarkt, aber möchte auch immer mehr und mehr exportieren. China ist längst nicht mehr das Land, welches nur kopiert. Sie haben auch schon einen enormen kreativen Pool, sowohl in der Architektur auch als in den Technologien, in vielen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft. Und das sind rein diese Wirtschaftsinteressen, um auch eine Exportweltmacht zu werden. Aber die Frage ging mehr in die Richtung, wird China Russland unterstützen? Gegenmacht gegen Europa und Amerika? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Nein. Gut, dann hatten wir bereits, wir haben da Fragen und da hatten wir eine Frage. Wir haben sehr viele Fragen. Ich würde vielleicht drei Fragen jetzt einmal zusammennehmen und würde Sie bitten, sich kurz zu halten. Wir fangen einmal mit dem Herrn dort an und dann zwei Fragen drüben. Schönen guten Abend. Mein Name ist Ronald Bartram und ich bin schon ein bisschen älter und das, so wie ich das hier sehe, sind auch etliche älter. Ich habe den Seidlitz noch gelernt.
dass die Krim immer zu Russland gehört hat. Und jetzt kann ich die ganze Aufregung darüber nicht so verstehen. Und deswegen die Frage an Sie, Frau Alt, wie das in Ihrer Partei diskutiert wird. Die Krim hat sich in einem Referendum mit, soweit ich weiß, über 90% dafür entschieden, in einem friedvollen Übergang sich Russland anzuschließen. Und diesen Vorgang, den nennt man nicht Annexion, sondern Separation. Und das ist jedenfalls eine Meinung, die ich so gehört habe. Da würde mich interessieren, wie wird das in Ihrer Partei diskutiert? Die zweite Frage, wenn die Sanktionen, die gemacht werden, entgegen unseren eigenen Interessen laufen, dann sollten wir doch, wo wir jetzt weitere 6 Jahre mit dem Putin zu tun haben, sollten wir doch überlegen, ob wir mit den Sanktionen einfach aufhören. Und ich erinnere, die Frage lautet also so, wir haben jetzt 6 Jahre noch wieder mit Putin zu tun, dann können wir auch mit ihm versuchen, ein freundschaftliches Verhältnis einzugehen und auch den Nutzen darin zu sehen, dass die Sanktionen einfach nur das Verhältnis schlecht machen, oder? Okay. Soweit von mir. Vielen Dank. Also Krim und Sanktionen und 2 Fragen hier vorne. Ja, guten Abend. Mein Name ist Buchholz. Ich habe nur eine kurze Frage. Wie oft kann Putin eigentlich noch wiedergewählt werden? In den USA ist es ja so, da kann der Präsident nur 2-mal gewählt worden. Und das war eine sehr weise Entscheidung der damaligen Väter der Verfassung. Wie sieht es in Russland aus? Vielen Dank. Die Frage beantworten wir gerne. Und eine allerletzte Frage nehmen wir auch noch da drüben von dem Herrn da drüben, direkt dahinter. Ich habe eine Frage an Herrn Stiarov. Sie waren ja jetzt Mitglied des Wahlkampfteams und Sie hatten ja dann sicherlich auch einen Plan, wie das Wahlkampfprogramm aussieht, weil Sie sagen ja selber, die Jugend kann man leicht motivieren. Wenn man so mit Russen spricht, hat man das Gefühl, viele studieren und finden danach einfach keine Arbeit. Da ist es natürlich relativ einfach, die zu mobilisieren, weil sie nichts zu verlieren haben, weil sie was möchten. Es gibt ja auch so den Spruch, in den Job bei Gazprom wird man geboren, da kommt man eigentlich nicht rein ohne Beziehung. Und die Alten haben halt eher Angst, was zu verlieren. Also was war der Plan, wie man vielleicht sagen kann, man versucht was Neues, was vielleicht auch die Liberalen Gaidar und Jawlinski probieren mit Jablocker, aber es wahrscheinlich zu abgehoben erklären, wie kann man das vielleicht versuchen zu versprechen, dass man wirtschaftlich vielleicht mehr erreichen kann, also vielleicht über die Benelux-Staaten an der Wirtschaftskraft hinauskommt, aber auch versucht zu gewährleisten, dass man nicht absteigt in der Wirtschaftskraft. Also es gibt ja auch Musiker, die sagen, und zu Sowjetzeiten konnten wir unsere Musik machen, die waren nicht linienkonform, aber wir hatten einen Job im Heizwerk und konnten davon leben und jetzt machen wir Musik für ein paar Leute auf der Straße und können nicht leben. Vielen Dank. Gut, dann fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Frau Alt, Krim-Sanktionen. Krim-Sanktionen. Also wir haben eine ganz klare Position und das ist die Position, die das war eine Annexion der Krim, weil das Referendum, welches Sie angesprochen haben, war auch ein sehr fragliches Referendum. Also das ist jetzt keine Separation und was diese territoriale Integrität angeht, ja, da können wir in Europa auch darüber sprechen, ja, wie weit gehen wir jetzt, bis ins welche Jahrhundert eben, was wann wem gehört hat. Ich war noch vor vor 2 Monaten war ich in Griechenland in einer Delegation des Staatsministers wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklung. Da haben wir 1,5 Millionen Menschen auf der Straße erlebt in Athen, die wegen Mazedoniens Problem demonstriert haben. Als sie dann gefragt haben, ja, wieso, warum? Ja, im 8. Jahrhundert gehörte Mazedonien zu Griechenland. Und da sind wir wieder bei diesem Problem. Es kann alles immer ein Vorbild wieder für weitere Aktionen geben. Was die Sanktionen angeht, die Sanktionen der EU sind nicht die Sanktionen, die jetzt gerade hier unseren Unternehmen schaden. Das sind Sanktionen rein auf die hohe Technologie, Sanktionen, die dann tatsächlich auch die Oligarchen treffen. Die Sanktionen, die Sie meinen, sind die Gegensanktionen Russland gegenüber Europa.
Und Wladimir Putin hat mehrmals die Chance bekommen, in sehr vielen diplomatischen Runden und Gesprächen hier einen Kompromiss mit Europa zu finden. Ich habe das Budapester Abkommen erwähnt. Russland hat sich zu dieser territorialen Integrität erklärt. Und das gilt es auch einzuhalten, weil wir wissen nicht, was mit den baltischen, also baltische Länder haben einfach Angst vor Russland, mittlerweile unter anderem auch Finnland. Und was Wladimir Putin automatisch als Schwäche von Europa zeigen würde und worüber er wirklich lachen würde, wenn wir hier jetzt als Europa eine Schwäche zeigen würden. Also gerade diese Sanktionen, wenn sie beschlossen wurden, dann muss man dazu auch stehen und zwar gemeinsam. Das ist im Moment der Fall und wir haben in der FDP auch eine klare Position dazu. Wie oft kann der russische Präsident wiedergewählt werden und zum Programm? Wollen Sie die ehrliche Antwort oder wie es mit dem Gesetz aussieht? Also das ist die letzte Amtszeit offiziell, es sei denn, die Verfassung wird geändert. Zu der dritten Frage. Nun, es ging nicht den jungen Menschen irgendwas zu versprechen. Sie haben recht, klar, mit der Jugend ist es immer leichter zu arbeiten, weil in einem jungen Alter sind die Menschen, haben Menschen naturgemäß weniger Angst, sind auch sehr, sehr impulsiv, aber auch sehr emotionell und wollen rebellieren. Und ich glaube, das ist der richtige, im guten Sinne des Wortes, Zündstoff, um überhaupt die Menschen zu mobilisieren. Und dabei ging es nicht darum, irgendwelche absolute Zahlen zu haben oder zu fahren oder Ergebnisse. Es ging, wie schon zuvor sagte, nicht um die Prozente. Ich glaube, wir können in einem Casino wie Russland, wo Putin, der Inhaber des Casinos, ist, nicht gewinnen. Aber es ging darum, die Leute aufzuklären und zu mobilisieren. Aber auch diesen Paradigmenwechsel zu versuchen zu wechseln. Weil für viele Menschen ist es einfach nicht verständlich, warum soll ich, eine ganz, ganz schlichte Frage, warum soll ich wählen? Sie gehen außerhalb von Großstädten und sie haben 300.000 Leute in so einem Saal sitzen und sagen, warum? Wird sich sowieso nichts ändern. Versuchen Sie jetzt halt einen Menschen zu motivieren, am Sonntagabend oder am Sonntagmorgen, Regenmorgen, Schuhe anzuziehen und wählen zu gehen, wo es trotzdem seit 10, 20 Jahren unterschiedliche Kandidaten gab, unterschiedliche Versprechen, hat sich aber trotzdem nichts geändert. Und es geht, wie gesagt, im Falle von Russland und dieser Weiterentwicklung nicht darum, dass wir jetzt schnell irgendwie was schaffen werden. Also ich mache mir nichts vor, aber Leute aufzuklären, also halt Menschen dabei zu lernen und auch anderes Russland zu zeigen. Auf einmal nicht, was sie aus Fernsehen wissen, wo wir die Stärksten, die Besten und ins All fliegen. Und nein, das ist stagnierende und kollapsierende Wirtschaft, dass der Staat einfach deren primären Aufgaben nicht nachfolgt, dass für jede 1000 Gerichtsurteile nur noch 2 Freisprüche gibt, dass mittlerweile der Durchschnittslohn in China mit 10-facher Bevölkerung höher ist als in Russland. Das wissen sie alles nicht. Das ist aber die Realität. Das kriegt man im Fernsehen nicht zu hören. Und indem man mit Menschen darüber spricht, aufklärt, geht ein Aha-Effekt oder Themen wie Krim und so weiter und so fort bespricht, weil die aus Fernsehen oder aus Freundeskreis völlig anderes Wissen haben. Oder aus der Schule. Es gibt tausende Beispiele, dass die Schullehrer dann halt, weil das ein staatliches oder durch den Staat finanziertes Behördentum ist, natürlich auf der Seite des Staates sind und dann dementsprechend auch die jungen Leute Gehirn waschen. Und wie gesagt, es ist
es geht einfach darum, Menschen zu zeigen, dass das Leben anders sein kann, weil sie haben recht, die Menschen stellen sich die Frage, das ist ungerecht, wie ist das möglich? Ich habe zwei Hochschulabschlüsse und ich finde keine Arbeit, aber ein kleiner Sohn des Generals oder Gazproms hat alles und fährt in einer Nacht und hat über 300 verschiedene Verkehrs... genau. Und trotzdem geht nicht ein Knast dafür. Wenn man gewisse Sachen anspricht, ich glaube an Vernunft der Menschen. Wenn man den Menschen einfach A und B, einen Apfel und eine Birne zeigt und einen korrupten und nicht korrupten Polizisten zeigt, einen interessanten Politiker, der sich nicht scheut, nach Tschetschenien zu fahren oder nach USA zu fliegen, so wie Xenia machte, und wo es kein russischer Politiker nach USA in der höchsten Zeit der Sanktionen fliegt und sich den richtigen Fragen in Washington mit 300-500 Leuten sich stellt und dann versucht zu antworten. Das zeigt die Stärke. Und ich glaube, es geht darum, auch den Menschen in Russland ein Signal zu schicken, dass es möglich ist, dass man keine Angst haben darf, dass man halt dafür nicht getötet wird. Und ich glaube, das ist das Essentielle gerade. Vielen Dank. Wir nehmen einmal noch Fragen aus dem hinteren Teil des Raumes. Da würde, genau, einmal. Wolfgang Meyer ist mein Name. Ich möchte auf alternative und andere Verhaltensweisen und Ebenen hinweisen. Ja, damit wir zu autonomen Verhalten in dezentralen Strukturen kämen, das wäre wichtig, wenn das auch in Russland erreicht werden könnte. Und dazu gibt es zwei ganz wesentliche Elemente. Darf ich Sie bitten, sich kurz zu halten bei den beiden Elementen? Wir wollen versuchen, noch so viele Fragen wie möglich anzunehmen. Was sagen Sie zu den Verbreitung der Kryptowährungen und was sagen Sie zur Verbreitung der Raumenergie? Raumenergie, okay. Oder freien Energie. Kryptowährungen, von Bitcoin bis zum Petrodollar. Vielen Dank. Die nächste Frage. Ja, guten Abend. Johannes Brag ist mein Name von der Jungen Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hier in Hamburg. Ich habe eine Frage an Frau Alt und zuvor zwei ganz kurze Bemerkungen. Ich fand den Punkt von Herrn Skiliarov sehr interessant hinsichtlich der Bemerkung junger Menschen oder der Rolle junger Menschen in der Politik. Das finde ich einen sehr interessanten Beitrag, weil ich glaube, dass wir kennen das in Deutschland von der sogenannten Ochsentour, die, glaube ich, sehr viele junge Menschen abschreckt, Verantwortung in politischen Ämtern zu übernehmen. Und eine Bemerkung zu Frau Alt. Sie sagten eingehend, dass Sie als 18-Jährige nur Leonid Brezhnev, glaube ich, kennenlernen. Ich glaube, die Erstwähler der letzten Bundestagswahl kennen, glaube ich, auch in Deutschland nur eine Person, und das ist Frau Angela Merkel. Aber gut, unter anderen Vorzeichen. Die Frage, auf die ich zurückkomme, ist zu den Russland-Sanktionen. Ist in der FDP eigentlich keine einheitliche Meinung zu sehen. Jedenfalls hat der Parteivize Wolfgang Kubicki da eine ganz andere Meinung. Wie stehen Sie dazu? So, und eine dritte Frage noch aus dem hinteren Teil. Oh ja, nehmen wir auch gleich noch mit auf. Rogala ist mein Name, guten Abend. Meine Frage richtet sich an beide Teilnehmer. Und zwar möchte ich einmal fragen, halten Sie die Reaktion Großbritanniens und auch einiger EU-Staaten auf den Skripal, in der Skripal-Affäre für angemessen? Prima. Und dann nehmen wir noch eine letzte Frage hier vorne. Ja, guten Abend. Ich frage mich, wo der Westen die Arroganz hernimmt, Russland wie einen Schüler zu betrachten, der seine Lektionen zu lernen hat und bei abweichendem Verhalten dementsprechend bestraft wird. Abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass die russische Jugend nach ominösen westlichen Werten dürstet, sondern soziologisch erhoben ist, dass das Hauptziel der russischen Jugend Wohlstand ist, materieller Wohlstand. Vielen Dank. Vielen Dank.
spannende Fragen. Ich gebe zurück. Wer möchte anfangen? Vielleicht Sie, Frau Alt, zuerst. Ja, ich komme jetzt noch einmal auf die Situation in der Fraktion, die jetzt angesprochen wurde. Also ich kann mich nicht erinnern, also gerade als wir vor 2 Wochen unsere letzte Fraktionssitzung hatten, haben wir dieses Thema besprochen und wir hatten eine einheitliche Position. Und im Bundesvorstand gibt es einen Beschluss und Wolfgang Kubicki, den Sie angesprochen haben, ist auch Mitglied des Bundesvorstandes und dieser Beschluss wurde dort einstimmig gefasst. Was die Arroganz des Westens angeht, also ich glaube nicht, dass ich hier der Westen irgendwas anmaß. Also ich würde auch gar nicht mehr von einer Arroganz zu sprechen. Ich habe vorher auch die Jugend angesprochen, dass sie sich auch in Russland zu dem Patriotismus bekennen. Man hat in den letzten Jahren auch, besonders seit 2012, auch Brain Drain gesehen in Russland. Also es sind sehr viele Akademiker und Intellektuelle und aktive Menschen aus Russland weggegangen, weil sie im Westen und in den USA leben möchten. Aber es gibt auch Menschen, die das Land lieben und in Russland bleiben möchten. Nur sie stellen sich die Zukunft auch ein bisschen anders vor. Also sie hätten gerne diese Freiheit und die liberalen Werte, so wie wir sie hier leben. Viele hören auch von den Freunden oder haben selbst erlebt, also wie wir hier leben. Man kann sicher auch eine Kombination davon machen. Aber ich würde hier jetzt auf keinen Fall von einer Arroganz des Westens sprechen. Was die Reaktion jetzt auf die Vergiftung von Sergej Skripal angeht, das war auch noch eine Frage. Ich als ehemalige Diplomatin beobachte die Situation mit Sorge, weil es gilt immer noch auch unter den Juristen, solange etwas nicht nachgewiesen ist, die Unschuldsvermutung. Und ich habe selbst in meiner Berichterstattung in der Sitzung des Auswärtigen Ausschusses selbst gesagt, es wird schwierig, es nachzuweisen, weil Russland hat mit den USA also 1997 ein Abkommen unterzeichnet über die Vernichtung der Chemiewaffen. Daran haben sich die Länder auch gehalten. Und hier geht es um Stoffe, deren Herkunft nicht bekannt ist. Und es wird auch sehr schwierig sein, jetzt nachzuweisen, also woher tatsächlich jetzt Novichok kam und wo die Quelle dieses Nervengifts jetzt in diesem Fall Skripal liegt. Und Sie sehen aber, Europa hat wieder nicht mit einer Stimme geantwortet. Also da ist schon wieder Europa gespalten. Und das ist gerade auch dieses Spiel, welches Wladimir Putin auch spielt. Also ihm geht es um diese Spaltung. Und deshalb, ich persönlich hätte dazu geraten, noch ein bisschen mehr abzuwarten, weil Sie sehen, die Ereignisse überschlagen sich. Und mal abwarten, also wie sich es entwickelt. Also nachdem letzte Woche die Meldung kam, eben dass die Quelle oder der Ursprung nicht nachgewiesen werden kann, kann ich mir schon vorstellen, dass in einigen Ländern darüber diskutiert wurde, ob die Reaktionen nicht zu voreilig oder zu schnell waren. Vielen Dank, Vitali. Ich habe die schwierigste Frage. Bitcoin ist gut. Ich denke, um hier kurz anzuschließen, ich denke, es wirklich viel, viel wichtiger ist in der Frage Skripal und wir rennen hier nicht von einem rationalen Verhalten. Es ist halt jedes Land und gerade die Medien schaukeln dieses Boot noch. Ich glaube, es geht, was Problem ist, ist diese Tendenz oder die Fragestellung, ist die Reaktion angemessen oder nicht? Nun,
Ist die Reaktion angemessen, wenn Sie sich mit Ihrem Mann streiten, einen Tag oder drei oder eine Woche nicht zu sprechen? Das ist schwierig zu beurteilen. Ich glaube, den Spieß muss man umdrehen und versuchen, und gerade in dieser heiklen Situation, wie gerade die Situation zwischen Russland und USA ist, ganz anders vorzugehen und versuchen, da wirklich nicht den politischen Willen daran zu messen, ob wir ihn oder das Land oder jemanden anderen halt streng genug bestrafen. Man muss, ich glaube, wirklich anfangen, langsam Wege zu finden, wie man kommuniziert. Und das sehe ich sehr viel, gerade in Russland. Man versucht, dieses mit symmetrischen Mitteln halt, aber auch absichtlich manchmal die Situation so zu verschärfen und so eine gewisse Unsicherheit zu verbreiten im Westen, um dann halt den Westen zu provozieren. Und vielleicht noch kurz die Frage, ob die Jungen in Russland nicht doch eher an Wohlstand als an liberalen Werten interessiert sind. Absolut. Zum Schluss. Ja, klar. Ich meine, wenn Sie einen nüchternen Magen haben, denken Sie mit Sicherheit nicht an Aristoteles oder. Da wären wir jetzt bei Brecht angekommen. Wir sind fast am Ende der Veranstaltung. Ich würde gerne noch eine Frage an beide stellen. Wir sind jetzt 2018, das heißt, wir werden die nächsten Wahlen in 2024 haben und dann wieder in 2030. Wo würden Sie gerne Russland in 2030 sehen? Und bitte antworten Sie nur mit einem Satz. Als was würden Sie Russland gerne 2030 sehen? 2030. Genau. Ein Land, welches einen anderen Präsidenten hat. Ein Land, welches sich eher an Friedenslösungen weltweit einsetzt. Besonders in Syrien hoffe ich, dass im Jahr 2030 längst schon unter einer neuen Regierung Frieden herrscht. Und dass im Jahr 2030 würde ich mir wünschen, dass Russland reformiert ist und dass eine neue liberale Generation die liberale Demokratie europaweit und auch russlandweit unterstützt. Vielen Dank. Ich würde sagen, Ksenia Sobchak, der Präsident, die erste Frau in der über 100 Jahre langen Geschichte Russlands. Ich meine, wir hatten eine tolle Tradition, eine ehemalige deutsche Königin. Das könnte man doch weiter fortführen. Vielen Dank. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute trotz des schönen Wetters hierher gekommen sind, mit uns diskutiert haben, so ein großes Interesse an den Themen gezeigt haben und bedanke mich erst einmal ganz, ganz herzlich bei Frau Renate Alt und bei Vitali Skliarov.